Hallo liebe Fische, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Reihe von Sternzeichenlegungen. Ja, und es, wie ihr schon seht, hat es diesmal den Hintergrund, dass es zum einen zeitlos ist und sich mit der Thematik von Karma befasst. Karma, also Lernaufgaben, ja, in Beziehungen, in Werten, in einer, ja, auch Finanzen, alles, all das hängt ja zusammen, weil es ja auch unter dem Einfluss eben der Venus steht, das venüsische Karma sozusagen, mit dem beschäftigen wir uns. Natürlich, es ist eine zeitlose Legung, aber es kommt aus der Zeit heraus, ist mir von daher aufgegeben, dass die Venus gerade sehr in enger Konjunktion zum absteigenden Mondknoten ist. Beide sind damit im Sternzeichen Waage unterwegs, die Venus damit in ihren Herrschaftsbereich und bringt das für uns besonders intensive Auseinandersetzungen eben mit bestimmten Themen, die die Venus betreffen, mit sich und erst recht nochmal durch den absteigenden Mondknoten dürfen wir so drauf blicken, dass da eben Lernaufgaben zu bewältigen sind in den Themen eben, die die Venus betreffen, die Beziehung, die Werte, Selbstwerte, Werteanschauung und ja, damit auch, dadurch auch auswirkend auf Finanzen oder Materielles, ja, Berufliches vielleicht auch. Schauen wir mal, was das jetzt hier für die Fische bedeutet. Also ihr könnt die Legung nehmen, wann immer ihr darauf stoßt, ja, dann hat sie eine Botschaft für euch. Und für die Fische bekommen wir hier noch als besondere Überschrift, womit dürft ihr euch da besonders auseinandersetzen. Mit der Kraft. Kraft in etwas hineinzugeben, Power, ja, Aktionen an den Tag zu legen, sich der eigenen Kraft bewusst zu werden, beherzt dazu zu stehen. Hier haben wir die 6 mit angezeigt. In der großen Arkana entspricht das den Liebenden. Ja, was gibt dir vielleicht auch Kraft? Ne? Ja, vielleicht sind es eben gerade sehr liebevolle Beziehungen im Hintergrund oder ja, die nicht nur im Hintergrund, sondern die einfach auch prägend sind. Und gilt es aber eben auch selbst von Herzen bei der Sache zu sein, dadurch Kraft hineinzugeben in die eigene Entwicklung. Ja. Ja, oder vielleicht mangelt es an gewissen Stellen auch an Kraft. Ne? Trittst du selbst noch nicht mit deiner Kraft auf? Wir haben hier an der unteren Seite des Kartendecks noch das war die wahre Liebe. Ja, sehr passend zueinander. Hier haben wir die 44, auch eine Meisterzahl, ne? Das Meistern der eigenen Stabilität. Ne? Ja, das kann eben nicht nur Liebesbeziehungen betreffen, natürlich auch die. Ja. Versprichst du dir davon viel Kraft, eben von Liebesbeziehungen? Geben sie dir vielleicht auch viel Kraft? Und das müssen nicht nur partnerschaftliche Liebesbeziehungen sein, sondern ja, natürlich auch zu Familie, zu Freunden. Ja, was stärkt dich? Ne? Was gibt dir Kraft? Wo gibst du Kraft hinein, setzt viel Kraft hinan. Ja, komme mit deiner eigenen Kraft auch ins Geschick. Ne? Vielleicht unterschätzt du sie auch. Ne? Ja, wie gesagt, es geht auch um Selbstwertthemen, um Prägungen, ne? Werteanschauungen. Stehen zur eigenen Kraft. Auch die Kraft natürlich, die Beziehung zur göttlichen, geistigen Welt zu nutzen. Ist das dir eine Kraftquelle? Hast du das schon auch für dich erkannt, dass du von daher auch Kraft bekommen kannst, immer wieder auch Kraft schöpfen kannst? Ja. Schauen wir. Was zeigt das Tarot jetzt noch näher an?
Hier schauen wir auf deine aktuelle Energie, wie du ja in Bezug darauf ja auch schon vorankommst oder wie der aktuelle Stand eben ist, was du tun kannst, was du lassen solltest, welche Perspektive eröffnet wird an der Unterseite. Das sehen wir dann auch noch. Ja, schauen wir, was ist der aktuelle Stand der Dinge? Two of Materials. Naja, das entspricht den zwei der Münzen. Bist du vielleicht momentan so in der Situation, dass du noch abwägst, in was gibst du Kraft hinein? Ja? Ja, wie fühlst du dich selbst? Ne? Unausgeglichen, ja, schwankend, ne, zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Ja, das kann tatsächlich auch im Beruflichen sein, im Finanziellen, im Selbstwert, ja, dass du da auch selber dir immer wieder zu wenig zutraust, ne, ja, deine eigene Kraft und Stärke vielleicht auch unterschätzt, wie gesagt. Schwankend zu dir selber stehst, aber vielleicht auch viel zu handeln hast, ja, denn ne, bei den zwei Münzen, er jongliert immer, ne, die Person jongliert ja immer mit zwei Optionen auch, ne, das kann sein, dass du ja eben deine Kraft zu investieren hast in sehr stark, vor allem in zwei verschiedene Dinge, Bereiche. Ja, vielleicht in dich selbst, deine eigene Entwicklung, in die Familie. Oder schwankst auch zwischen, ja, vielleicht zwei Berufen. Ja, vielleicht hast du auch zwei verschiedene Standbeine beruflich gesehen. Ja, kostet dich das viel Kraft. Unentschlossenheit, ja, die kostet natürlich auch viel Kraft. Ne? Wie möchtest du weitergehen? Ja, wie möchtest du zu dir selber stehen? Wie möchtest du mit dir selber umgehen? Ja, vielleicht nimmst du etwas gerade auch sehr leicht. Auf der einen Seite kann die Leichtigkeit, die mit deiner zweiten Münzen verbunden ist, durchaus auch etwas Tolles sein. Ja? Gekonnt mit etwas jonglieren, ja, spielerisch an etwas herangehen, ne, etwas ausprobieren. Ja, vielleicht auch, ne, die zwei verschiedene Menschen kennenlernen, jetzt gerade auch in beziehungsmäßiger Hinsicht, aber ja, das wird sich so nicht aufrecht erhalten lassen, ja, irgendwo kippt es dann, ne? Eine Münze ist immer ein wenig mehr Richtung Erde geneigt, sozusagen, abwärts geneigt, das andere aufwärts, ja, es ist schwierig, ne, vielleicht eben tatsächlich auch ist, wie gesagt, tatsächlich auch viel Kraft aufzubringen für so manches. Ne? Und darfst du da auch ein ganzes Stück weit auf dich selber achten? Ja, vielleicht auch selber nochmal hier mehr in Leichtigkeit kommen, bis dabei daran zu wirken, zu arbeiten. Vielleicht hast du mit Geld auch sehr zu jonglieren. Ja, das ist natürlich eine Auswirkung. Eine sehr, ja, logische Auswirkungen eigentlich, ne? Wenn wir uns über unseren eigenen Selbstwert nicht bewusst sind oder auch, ne, nicht klar entscheiden, wo soll es hingehen, wie will ich womit umgehen, welche Prioritäten setze ich, ja, dann raubt es einfach, dieser Zustand raubt einfach auch viel Kraft, ne? Ja, die fehlende Klarheit, die fehlende Konkretheit, Orientierung, ja. Was kannst du tun? Was solltest du tun vielleicht? Fünf der Kelche. Ja, vielleicht sitzt du hier tatsächlich auch so beziehungsmäßig natürlich zwischen zwei Stühlen. Also in dem Sinne, dass du mit einer Situation noch nicht abgeschlossen hast ganz. Ne? Die Fünf der Kelche, die zeigen natürlich die emotionale Krise an und die Trauer.
aber auch die Bewältigung, ne? Die aktuelle Bewältigung. Du bist da schon unterwegs, ja, du steckst mitten in dieser Krise drin, in dieser emotionalen oder auch spirituellen Krise, in dieser, ja, in dieser Situation, dass etwas auf den Weg der Heilung kommt, auch, ne? Vielleicht in Versöhnung mit Menschen oder für deinen eigenen Lebensweg, dein eigenes Ergehen. Ja, natürlich, Trauer braucht ihre Zeit. Nimm dir dafür die Zeit. Das ist wichtig. Auch das gibt dir eine wichtige Kraft für deine Entwicklung, ne? Für alle folgenden Schritte, ne? Egal, ob es jetzt bedeutet, ne? Eine vergangene Beziehung zu bewältigen oder, ne, den Verlust eines Jobs zu bewältigen oder auch einer schwierigen Situation, ne, einer unklaren Situation zu bewältigen oder vielleicht auch gesundheitlicher Krisen zu bewältigen. Ja, es braucht seine Zeit, ne? Aber wisse, du hast schon eine neue Chance im Rücken, ja. Zwei Kelche, das ist bei den fünf Kelchen immer wunderbar angezeigt, ne? Die Lösung auch für diese Krise. Und die Lösung besteht darin, sich eigentlich nur rumzudrehen, ja. Was heißt, ne? Also nur rumzudrehen, also die neue Chance zu ergreifen, sich zu lösen von dem Alten, was sowieso vergossen und verflossen ist, was nicht mehr einzuholen, nicht mehr zu retten ist, ne? Und die zwei Kelche, eine Beziehung auf Augenhöhe in Angriff zu nehmen oder etwas, was dir ganz entspricht, ja, auch beruflich, berufungsmäßig, was deine Kraft ist, deine Stärke oder, ne, in Versöhnung mit dir selber zu kommen, in Ganzheit in dir, ja, all das, diese Bedeutung transportieren ja die zwei Kelche mit, ja, sehr wichtig, ne, dass das steht schon parat, das will gesehen und ergriffen werden. Ja, aber es ist, ja, ist einfach Not, dass du loslässt von dem Alten, nachdem du halt wirklich auch deine Trauer bewältigt hast und ja, dich rumnimmst, die rumdrehst, die neue Chance ergreifst, etwas ganz Reales draus machst, ne? Ja, naja, ne? Das ist wirklich wichtig, sich von diesen drei Kelchen zu verabschieden, auch nochmal durchaus genau drauf zu schauen, was ist denn jetzt hier, ne, in eine einstige Beziehung auf Augenhöhe oder Sache, die dir wohltat, in dein eigenes Gleichgewicht und so weiter, an eine Trittgröße hineingekommen. Ne? Auf dich selbst betrachtet, muss dieser dritte Kelch jetzt nicht eine andere Geliebte, anderer Geliebter sein, ne? Wie in einer Beziehung, ne? Die da hineinfunkten irgendwie oder, ne, hineinkamen. Es liegt ja auch immer ein ganzes Stück mit an uns selbst, was wir auch zulassen und mitmachen, ne? Wie wir das hineinfunken zulassen. Und natürlich hängt es auch vom Gegenüber ab, ne? Was da draus gemacht wird. Aber das kann auch ein Übermaß an Arbeit sein, ne? Oder falls du ja auch dein Job verloren hast oder nicht mehr gern machst, ja, dann, ne, kann es ja einfach auch sein, dass zum Beispiel hineinkam, dass du immer wieder auch krank wurdest oder ja, und dadurch der Job dann verloren ging oder, ne, einfach nicht mehr mit Herz und Seele dabei warst. Das schlägt sich nieder, ja, das schlägt sich nieder und das bringt eine Situation zum Kippen oder dein eigenes Gleichgewicht, dein eigenes Selbstwertgefühl, ja, dass du mit dir selber nicht mehr im Reinen, in Balance bist, ne? Was weiß ich, vielleicht kam hinein, dass ja, du ein Gewicht zugelegt hast oder abgenommen hast, irgendetwas, eine Unzufriedenheit an dir selber hattest und ja, dadurch selber aus der Balance gekommen bist, ja, die Selbstliebe gelitten hat. Na, das, ja, du darfst hier für dich neue Kraft finden, indem du
eben auch siehst, was du selber ja, für eine Stärke hast, ne? Für eine Kraft bist, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes dann auch, ja. Ja, und das wird sich dann halt zum Beispiel auch ja, niederschlagen im finanziellen, im beruflichen, ne? Oder auch umgekehrt, ne? Wenn du einen Job wirklich angehst, der, ne, das, dieses Angebot, ne, die zwei Kelche stehen ja auch für ein Bündnis, für einen Vertrag. Ja, wenn du halt dich wirklich auch abwendest von einer Arbeit, die dir keine Freude macht, ne, und einer Arbeit zuwendest, einem Beruf, einer Berufung, ja, die dir ganz entspricht, dann kommst du hier, ne, auch wieder tatsächlich mehr in Leichtigkeit, in Balance, ne? Also auf die positive Seite dieser zwei Münzen. Du scheinst daran schon sehr zu wirken, ne? Aber es besteht eben auch noch so ein ganzes Stück Unsicherheit, ne? Ja, also Stichwort ist hier vor allem Vergangenes abschließen, ja? Bewusst auch abschließen, bewusst sich rumdrehen und die neuen Möglichkeiten, die dir ganz entsprechen, einfach auch sehen und ergreifen. Ja? Das wird ja, dieser Unentschlossenheit, den Wankelmut einfach auch mit auflösen helfen und dich in neue Kraft bringen. Ne? Eigene Kraft mit dir selbst, wie gesagt, auch in Beziehungen dann. Und ja, dann natürlich einfach auch. Ja, beruflich, finanziell. Ne? Was solltest du lassen? Darfst du lassen? Die Welt, ja. Ein altes Kapitel, ne? Ja, loslassen einfach auch, ne? Auch Stichwort loslassen ist hier verbunden. Ein altes Kapitel. Es ist abgeschlossen, ja. Du kommst oder bist auch schon wieder sehr dabei, in Kraft zu kommen oder in Kraft zu sein. Ja? Lass es einfach auch los. Ne? Na, mit der Welt ist ein Kapitel wirklich komplett beendet. Hol es nicht wieder zurück. Ja? Hol es auch emotional nicht immer wieder zurück. Ne? Es kostet dich Kraft. Ja, es raubt dir deine Kraft, beziehungsweise gibst du selber unnötig wieder immer wieder Kraft hinein, indem du dir selber Vorwürfe machst, dass du, was weiß ich, zum Beispiel in früheren Zeiten ja, bestimmte Wege nicht gegangen bist, Chancen nicht genutzt hast, was weiß ich, diesen Beruf nicht gelernt hast oder jenen oder nicht hierhin gezogen bist oder dahin oder was weiß ich auch immer, ja? Schau auf deine Situation, was es da konkret ist. Das scheint immer innerlich immer noch auch sehr nachzuhängen, ja? Oder ne, dass du, warum eine bestimmte Beziehung misslungen ist, ja, gekippt ist sozusagen. Schau, was du selber, und das ist abschließend wichtig, um es dann tatsächlich auch wirklich loszulassen, weil die göttliche geistige Welt, die unterstützt dich hier, ne, sehr, etwas loszulassen. Schau einfach, ne, was du selber für einen Anteil daran hast. Und aber ohne dir dann letzten Endes Vorwürfe damit zu machen, ne, am Kippen einer Situation, sondern ja, um es konstruktiv einzuflechten in deinen weiteren Weg, ja, bestimmte Dinge eben nicht nochmal zu wiederholen, ja, bestimmte Haltungen nicht weiter zu praktizieren, Erinnerungen nicht wieder ranzuholen, ja. Ja, und es ist hier auch so ein ganzes Stück weit angezeigt, wir haben ja eine große Arkana mit der Welt, wo die göttliche geistige Welt sehr im Hintergrund steht. Ne? Und die liegt auf der Position, was du nicht tun sollst, was du lassen sollst oder loslassen sollst auch. Ne?
Du hast vielleicht auch bisher immer wieder selber versucht, eine Beziehung auf Augenhöhe oder etwas, was dir ganz entspricht oder ne, auch ein inneres Heilwerden ne, selbst zu produzieren. Ja, anders, also es kommt jetzt irgendwie so rein, ne, selber zu machen. Ja. Das funktioniert so nicht. Ja. Also übernimm nicht die Arbeit der göttlichen geistigen Welt. Die stellt dir Chancen schon in den Hintergrund. Ja. Hab da so ein Stück weit zum einen auch Geduld mit deiner Verarbeitungszeit, ne, für bestimmte Trauerprozesse. Ja, auch wenn wir eine Arbeitsstelle verlieren oder eben nicht mehr zurechtkommen mit einem bestimmten Arbeitsbereich zum Beispiel, ja, dann ist das schon auch mit Trauerbewältigung, ne, hängt das auch mit Trauerbewältigung zusammen, ne, braucht es eine Zeit der Bewältigung und es kommt die neue Chance, ja, die neue Chance wird dir gegeben. Ja? Du brauchst sie jetzt nicht selber zu produzieren, wie gesagt, zu erschaffen, zu konstruieren, ja, sondern ja, die göttliche geistige Welt sorgt dafür. Da gilt es ein Stück weit in Vertrauen auch zu gehen. Ja? Da gilt es in Vertrauen zu gehen. Fällt vielleicht einfach gerade auch schwer, ne? Weil so in einer Situation der emotionalen Krise, ja, der Ungewissheit, Unsicherheit, ins Vertrauen zu gehen, ne? Das ist schon auch eine Herausforderung, aber es ist eine wichtige Kraftquelle, ne? Ja. Und ja, vielleicht. Ne, gerade so darfst du die Kraft deiner Fischeprägung da ruhig auch nutzen, darauf vertrauen, ne, die ja sehr intensiv auch ausgerichtet ist oder verbunden ist mit der göttlichen geistigen Welt und dich hineinbegeben in diesen Prozess, ja. Heilungsprozess. Hier ist ein Heilungsprozess auch angezeigt. Ne, der Abschluss eines Kapitels. Ja, schauen wir die Tendenz. Wo kann es denn hingehen? Ja, hier haben wir den Hängenden angezeigt, ne? The Hanged Muse, das ist das Muse-Tarot, deswegen The Hanged Muse. Ja, Perspektivwechsel. Ne? Und der Hängende kommt immer dann eben, wenn ein neues Kapitel bevorsteht, aber eben auch bewusst nochmal aussortiert werden sollen. Das ist auch so eine Position hier dazwischen. Ne? Der Hängende wägt ab, was dient mir weiterhin, was ja, habe ich bisher geschafft oder in einer positiven Art und Weise in meinem Leben, in einer Beziehung, im beruflichen, wo auch immer, ne, getan. Was dient mir nicht mehr? Was sollte ich loslassen? Ne? Was soll ich loslassen? Ja, dieses Sortieren. Ne? Und auch der Perspektivwechsel natürlich. Was habe ich selber bisher vielleicht auch zum Kippen einer Situation, zum Misslingen einer Situation, zu meinen eigenen Schwierigkeiten, ja, auch im Finanziellen beigetragen? Was kann ich anders machen? Ja. Was ist vielleicht aber auch schon gut gelungen, ja? Auch das erkennt der Hängende. Also diese Energie, diese Situation, ne, die dir da mitgegeben ist. Ja, und hör auf dein Herz, ne? Hör auf dein Herz, von daher hier an der Unterseite. Die wahre Liebe zu dir selbst, ja? Dann auch zu einem Gegenüber oder ja, also wahre Liebe im Sinne auch von, dass etwas entspricht, ja, dass etwas einem entspricht, egal ob es jetzt eine Beziehung ist, ein Lebensgefühl, eine Lebensentwicklung, etwas Berufliches oder auch das finanzielle Wohlergehen, das materielle Wohlergehen, ja, höre da auf dein Herz, ne, ja.
hast du vielleicht bisher auch immer zu wenig dann getan, ne? Tust du das, ja, lässt du dich einfach auch drauf ein, ne? Nachfolgend ist ja dann der Tod, der bringt in Transformationen, in Veränderungen, Wandel hinein, in neues Leben, ja. Da startet ein, ja, neuer Lebensabschnitt auch, ne? Dir wird das ja auch klar, ne? Du wirst da auch mit Klarheit unterstützt von der göttlichen geistigen Welt. Wieder eine große Arkana, ja. Und ne, beim Hängenden geht es ja um die Erleuchtung, ja. Erleuchtung aber eben dahingehend auf die Stimme des Herzens zu hören, ja. Ja. Sich auf die eigene Kraft zu konzentrieren. Ja. Sie nicht unnötig in irgendetwas hineinzugeben. Vor allem emotional. Ja, schauen wir, welche Impulse kommen uns hier noch aus den Orakelkarten zu. Hier jetzt so für den persönlichen Bereich. Interessant, Wachstum, ja, ist ein Wachstumsprozess. Ne? Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Das passiert ja auf alle Fälle beim Hängenden, ja. 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 Bewusstsein dafür, wie alles einfach auch zusammenhängt. Jetzt auch so die einzelnen Lebensbereiche, ne? Also Selbstwert, Umgang mit sich selbst, Werteprägung, mit dem Einfluss eben durch aus eben auch auf den beziehungsmäßigen und auf den finanziellen Bereich, den beruflichen, berufungsmäßigen Bereich. Ja, lass dich ein auf diese. Auf dieses Wachstum, ne? Ja, auch wenn du gerade, ne, dabei bist, etwas verstehen zu wollen, ja. Es geht über das Verstehen drüber hinaus, ne? Es ist wirklich ein spirituelles Wachstum, ne, angezeigt, was. Ja, was nicht nur den Verstand ergreift, sondern ja, irgendwie auch eben das Herz, die Seele, die Emotionen. Ne? Gerade mit der Welt haben wir alle Elemente inbegriffen, ist das angezeigt. Aber vor allem hier die Kelche. Ne? Ein Element davon ist besonders betont. Ne? Die Kelche hier. Also eben das Seelische, das Emotionale, das Fühlen hineinspüren, ne? Was ja eben gerade das Wichtige ist, ne? Für das spirituelle Wachstum, ne? Das ist die Erweiterung des Bewusstseins. Ja, schauen wir weiter. Entschuldigung, jetzt war ich noch sinnierend. Für Beziehung, Thema Liebe. Versöhnung, ja. Ne? Ja, durchaus. Bist du vielleicht auch schwankend hier, ne? Ob du dich auf eine Versöhnung einlässt. Aber man kann sich auch insofern auf Versöhnung einlassen. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Indem etwas zum einen noch einmal besprochen wird, ne? Und dann vielleicht in ein neues Kapitel gestartet wird, ne? Die Welt dann wieder offen steht, oder ne, abschließen, etwas einfach auch erfolgreich abgeschlossen werden kann miteinander, ne? Entweder ein Kapitel im Miteinander oder überhaupt dieser gemeinsame Weg, ja. Aber du kannst diesen Abschluss für dich natürlich selber einfach auch finden, ne? Wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, dich ja,
da nochmal auseinanderzusetzen, versöhnend auseinanderzusetzen mit einer bestimmten Person. Ja. Das muss auch nicht nur ein Liebespartner sein, Liebespartnerin, Entschuldigung, sondern na, das kann natürlich einfach auch sein, dass du dich von Vater, Mutter, Großeltern oder anderen geliebten Menschen vielleicht nicht verabschieden konntest, ne? Und dir das einfach auch viel Kraft raubt tatsächlich, ne? Ja, finde einfach da auch Versöhnung damit, dass es garantiert ankommt. Ja, wir sind, ne, in einer, also, ne, weiten Dimensionen. Also da dürfen wir unser Bewusstsein einfach auch wirklich erweitern. Und ich denke, das kannst du als Fischemensch dann oder mit dieser Fischeprägung, falls du das jetzt hier einfach auch schaust, ne, für dich bewusst auch angehen. Ja, du hast die Fähigkeit, in diese Dimension einzutauchen, dass ja auch schon so eine weitreichende Verbundenheit miteinander besteht und du da vielleicht auch innerlich einfach nochmal oder für dich auch ganz bewusst in Klärung mit einer bestimmten Situation, einem bestimmten Menschen gehen kannst. Ne? Bewusst Abschied nehmen kannst, Versöhnung finden, geben kannst. Ne? Auch wenn dieser Mensch nicht mehr lebt zum Beispiel, ne, oder nicht mehr in deiner Nähe ist, sich nicht auf ein Gespräch einlassen kann, ne, auf Versöhnung. Aber du für dich selber kannst diese Versöhnung finden, ne, dieses Heilwerden in dir selber. Ne, schön angezeigt mit den 5 Kelchen bzw. den 2 Kelchen hier im Rücken. Ne. Ja. Aber natürlich, vielleicht kommt es hier tatsächlich beziehungsmäßig auch zu einer Versöhnung, liebesbeziehungsmäßig oder vielleicht auch zu anderen Menschen, die dir sehr nahe stehen. Ne? Ja. Und kommt hier neue Kraft ins Miteinander hinein. Ne? Ja. Wird vielleicht auch miteinander nochmal hier wunderbar hingeschaut und aussortiert. Ne? Wie wollen wir jetzt weitermachen? Was tut uns wirklich gut miteinander und was nicht? Ja, was wollen wir in Zukunft anders machen? Wie wollen wir anders miteinander umgehen, reden, was auch immer? Ja, ja. Entsprechend des Herzens. Schauen wir noch. Orakel der himmlischen Fülle. Hier noch Brille. Ja, du kannst ohne Angst empfangen. Haben wir da. Je mehr du dir erlaubst zu empfangen, desto mehr Ressourcen stehen dir zur Verfügung, um sie mit anderen zu teilen. Öffne deine Arme, um zu empfangen und ein Kanal zu sein für das Gute, das zu dir und durch dich kommt. Da es zur Verbesserung der Welt beiträgt. Ja, je mehr du dir erlaubst zu empfangen, desto mehr Ressourcen stehen dir zur Verfügung, um sie mit anderen zu teilen. Ja, das kann schon sein, dass dir das gerade im finanziellen Bereich auch ein Anliegen ist, ne, vielleicht einfach auch geben zu wollen aus Dankbarkeit, ne? Und du meinst, du kannst nicht geben, ja, weil du zu wenig hast, ja, zu wenig an Kraft hast, zu wenig an Zeit hast, zu wenig an Finanzen hast. Ja, glaub das nicht, ne? Sondern erlaub dir zu empfangen, ja. Erlaub dir zu empfangen. Ja, neue Möglichkeiten des Miteinanders, auch neue Möglichkeiten, dich selber
Mut auszuprobieren, Kraft in etwas hineinzugeben. Ja, ich denke auch nicht, du bist es nicht wert, bestimmte Dinge zu empfangen oder mehr zu verdienen oder ja, mehr Zeit für etwas zu haben, mehr Kraft, ne? Mehr Erfolg auch für das, was dir ganz entspricht, ne? Sondern öffne dich einfach auch, ne? Dafür, dass dir Ideen zukommen, dass dir Freude und Lust und ja, Gelingen zukommt, ja. Geh vor allem einfach auch, ja. Geh vor allem, ne, hier ist es wichtig, sich rumzudrehen, also in Handlung, in Aktion zu kommen. Ja, geh du mit dem, was dir am Herzen liegt, was du vielleicht auch kannst, ja. Geh die Dinge an. Ja, vielleicht, ne, geh auch Sparplan an oder was auch immer. Ja, hier wird sich etwas wenden, ne. Hier ist ein Wendepunkt angezeigt und kann dir etwas zufließen, wenn du dich dafür öffnest. Ne? Findest du Versöhnung, wenn du dich darauf einlässt? Kommst du ins Wachstum, ja? Wenn du bereit bist, ne? Bewusstsein und Wahrnehmung zu erweitern. Ja, spannend. Sehr spirituell irgendwie. Ich hoffe, es konnte euch eine gute Begleitung sein, Inspiration für, ja, für eure Themen, um in eure Kraft zu kommen und ja, in welchem speziellen Bereich jetzt auch immer, meldet mir das gerne mal zurück, ne, was es jetzt ganz konkret auch für euch gewesen ist und ich wünsche euch eine gesegnete Entwicklung damit, freue mich natürlich auch über eure Likes, Kommentare, Abos, ja, auch sonstige Wertschätzungen und sagt dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.